Hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video von Prüfungsvorbereitung Metall. Wir möchten heute über das Außendrehen reden und zwar über eine Aufgabe, die in der Fertigungstechnik gefragt wird, in FT und zwar in der AP2. Das wird das Berechnen der Schnittkraft und zwar haben wir hier eine Prüfungsaufgabe, das heißt das Außendrehen planen und zwar ist es die CNC-Drehmaschine, hat eine zulässige Höchstdrehzahl von N max, also Drehzahl maximal und 5000 Umdrehungen die Minute. Berechnen Sie für VC 120 Meter durch Minute konstant, ab welchem Drehdurchmesser beim Plandrehen diese Drehzahl erreicht wird. Dann haben wir das Außenvordrehen, soll mit folgendem Werkzeug erfolgen. Wir haben einen Halter, der heißt SWJC und wir haben eine Wendeschneidplatte, die heißt WCGT 120608 HCP25. Das heißt, berechnen Sie für AP 4 mm und F0 3 mm die Schnittkraft bei 15% Krafterhöhung wegen dem Verschleiß. Und zwar haben wir einen Werkstoff mit 11 SMN PB30 und gesucht ist die Drehzahl und die Schnittkraft. Wir möchten gerne die Schnittkraft FC ausrechnen. Und gegeben haben wir unsere maximale Drehzahl N mit 5000 Umdrehungen durch Minute. Wir haben eine Schnittgeschwindigkeit VC von 120 Meter durch Minute. Unser AP ist gleich 4 mm und unser Vorschub sind gleich 0,3 mm. Und zwar möchten wir gerne die erste Aufgabe durchrechnen. Und zwar brauchen wir jetzt hierfür die Berechnung des Durchmessers, bei dem wir eine konstante Schnittgeschwindigkeit haben. Und zwar ab welchem Drehdurchmesser beim Plandrehen diese Drehzahl erreicht wird. Das bedeutet, wir nehmen unsere Formel, die heißt VC ist gleich D mal N, die Drehzahl mal Pi. Dann müssen wir diese Formel nach D umstellen und zwar nach dem Durchmesser. Da haben wir hier VC ist gleich geteilt durch N mal Pi. Wie machen wir das? Wir müssen D hier hinten stehen lassen und dann rechnen wir geteilt durch N und geteilt durch Pi, weil wir diese ganzen Werte hier mit einem Mal verbunden haben und wir machen immer das Gegenteil. Wenn wir hier ein Plus hätten, hätten wir Minus machen müssen und bei einem geteilt hätten wir dann Mal machen müssen. Und dann setzen wir die ganzen Werte in die Formel ein, die wir oben gegeben haben. Da hätten wir hier 120.000 mm durch Minute und zwar habe ich diese VC mal 1000 gerechnet, damit wir von Meter durch Minute auf Millimeter durch Minute umrechnen können. Also sind 120 Meter durch Minute mal 1000 diese 120.000 Millimeter durch Minute. Dann haben wir hier unsere Drehzahl N mit 5000 Umdrehungen in der Minute und wir haben hier unsere Konstante Pi. Was kommt dabei raus? Da haben wir einen Durchmesser 7,64 mm und als zweites möchten wir gerne die Schnittkraft berechnen und zwar haben wir hierfür einen Halter gegeben und eine Wendeschneidplatte. Wir haben das AP gegeben und noch unseren Verschleiß hier mit 15%. Wie geht's Tabellenbuch auf die Seite 319. Hier sehen wir alles, was Kräfte und Leistung beim Drehen betrifft. Jetzt haben wir hier das Längsrunddrehen. Hier finden wir die ganzen Legenden, was alles was bedeutet. Hier haben wir noch ein Beispiel gegeben. Und ich würde euch auch empfehlen, dass ihr hier immer in diesem Beispiel nachschaut, falls ihr was gegeben habt. Und wir möchten jetzt gerne mit der ersten Berechnung anfangen. Da haben wir hier auch die ganzen Formeln gegeben für den Spannungsquerschnitt, die Spannungsdicke, die spezifische Schnittkraft und die Schnittkraft. Als erstes möchten wir gerne den Spannungsquerschnitt bestimmen und ihr könnt es immer so sehen, dass ihr hier einfach nur alles runterrechnen müsst. Das bedeutet, ihr könnt mit dieser Formel hier anfangen, die als zweite nehmen, als dritte und vierte und so könnt ihr dann langsam runterarbeiten. Und zwar haben wir in der ersten Formel gegeben, der Spannungsquerschnitt ist gleich groß A ist gleich AP mal F. Dann sehen wir hier unseren Spannungsquerschnitt. Die Formel würde ich euch immer hinschreiben, denn es gibt immer Punkte. Dann müssen wir die Werte in die Formel einsetzen. Dann wäre das 4 mm mal 0,3 mm. Dann wären wir bei einem Spannungsquerschnitt von 1,2 Quadratmillimeter. Als zweites sollen wir die Spannungsdicke ausrechnen. Das wäre H ist gleich F mal Sinus. Und dieser Sinus, da haben wir noch einen Einstellwinkel in Grad gegeben. Jetzt kommt das Wichtige in der Aufgabe. Wir haben hier unseren Halter gegeben und die Wendeschneidplatte. Und mit diesen ganzen Werten können wir dann unseren Einstellwinkel in Grad bestimmen. Dafür gehen wir auch ins Tabellenbuch. Und hier finden wir auf der Seite 314 die ganzen verschiedenen Klemmhalter. Hier haben wir dann auch unsere verschiedenen Bezeichnungen gegeben. Und hier sehen wir dann auch unsere DIN-Nummer, die hier auch dieselbe ist. Und dann finden wir hier auch unser PCLN, das wäre ein Bezeichnungsbeispiel, was wir haben. Und dann können wir hier auch immer die Bezeichnung dafür finden, was es bedeutet. So hätten wir hier als dritten Buchstaben, hätten wir dann hier unseren Einstellwinkel mit Halterform. Das heißt, wir gehen nochmal zurück in die Aufgabe. Unser Halter ist SWJC, das heißt, wir müssen nach dem dritten Buchstaben gucken. Das wäre unser J hier. Wir gehen ins Tabellenbuch. Wir sehen hier, der dritte Buchstabe ist unser Einstellwinkel und Halterform. Dann gehen wir runter und dann sehen wir, aha, hier ist unser Einstellwinkel mit der Halterform. Form J, das wäre eine abgesetzte Halterform, die hat einen Winkel von 93 Grad. Können wir es aufschreiben und übernehmen und hier findet ihr auch die verschiedenen
anderen Bezeichnungen, falls ihr irgendetwas sucht, was mit dem Halter in Verbindung gebracht wird, dann könnt ihr hier auch die ganzen Sachen raussuchen. Können wir hier alles aufschreiben. Wie gesagt, ich würde euch immer empfehlen, die Formel aufzuschreiben. Wir haben einen Halter SBJC und das ist der Einstellwinkel und die Halterform bestimmen. Unser Einstellwinkel ist 93 Grad und hier schreiben wir nochmal die Formel auf. Das wäre H ist gleich F mal Sinus, der Einstellwinkel. Wir rechnen das aus. Unser F, unser Vorschub ist 0,3 mm und unser Sinus wäre dann hier diese 93 Grad. Dann bekommen wir dafür raus ein H mit 0,3 mm. Als drittes möchten wir dann unsere spezifische Schnittkraft ausrechnen, KC. Die finden wir auch im Tabellenbuch. Für die spezifische Schnittkraft gehen wir ins Tabellenbuch auf die Seite 301. Ich habe die 46. Auflage und hier finden wir dann die verschiedenen Angaben zu der spezifischen Schnittkraft. Hier finden wir nochmal die Formel für die spezifische Schnittkraft, die hier angegeben ist und unser Werkstoff war hier der 11SMN PB30 und hier findet ihr auch die verschiedenen anderen Werkstoffe, die sind alle hier auf derselben Seite angegeben. Und so könnt ihr dann entweder mit der Formel die spezifische Schnittkraft ausrechnen, indem ihr eure Werte habt mit KC 1.1 und MC. Oder ihr könnt hier eure spezifische Schnittkraft KC aus der Tabelle hier raussuchen und dafür braucht ihr eure Spannungsdicke, die wir davor ausgerechnet haben in der ersten Aufgabe. Das wäre H. Bei uns hatten wir ein H von 0,3 und darum können wir hier runter in die Tabelle gehen und finden dann hier für unseren Werkstoff Automatenstahl 11SMN PB30 unser KC, das wäre dann hier 1490 Newton durch Quadratmillimeter. Und diesen Wert können wir dann auch übernehmen. Und ich würde euch auch immer empfehlen, diese ganzen Werte aufzuschreiben. Und so haben wir dann unser KC bestimmt. Das können wir dann auch in die Formel einsetzen. Denn die Formel, die wir als nächstes brauchen, ist unsere Schnittkraftformel. Wie gesagt, ihr könnt hier euch einmal runterarbeiten. Und ihr habt hier auch nochmal ein Beispiel gegeben, bei dem ihr euch immer orientieren könnt. Und ihr könnt euch hier auch immer an den Formeln orientieren. Zum Beispiel könnt ihr halt dann hier auch sehen, wie ihr die ganzen Werte in die Formeln einsetzen müsst. Zum Beispiel wäre das ein Beispiel, wie man KC ausrechnen kann, wenn ihr es nicht aus der Tabelle rauslesen könnt. Da haben wir unsere Formel für die Schnittkraft. Das wäre hier FC ist gleich A, haben wir ausgerechnet. KC haben wir aus dem Tabellenbuch rausgelesen. Und unser C1 und C2, was wären diese Werte? Die finden wir hier auf derselben Seite. Das wäre unser Korrekturfaktor C1 für den Schneidstoff. Dann haben wir hier einen verschiedenen Schneidstoff. Es gibt den Schnellarbeitsstahl HSS, den Hartmetall und den Schneidkeramik-Schneidstoff. Und wir arbeiten hauptsächlich mit Hartmetall-Schneidstoffen. Und wenn es nicht angegeben ist, dann gehen wir auch immer von Hartmetall aus. Wenn es angegeben ist, dann müsst ihr hier die verschiedenen Faktoren benutzen. Und für unseren Korrekturfaktor haben wir dann die Schneide mit Abstumpfung und ohne Abstumpfung. Und Abstumpfung heißt einfach nur der Verschleiß. Wenn ihr ein neues Werkzeug habt ohne Abstumpfung, dann wäre das die 1. Und wenn ihr einen Verschleiß habt, dann müsst ihr den Faktor 1,3 benutzen. Jetzt können wir die Schnittkraft berechnen. Ich würde immer die Formel hinschreiben. Die Formel ist FC ist gleich A mal KC mal C1 mal C2. C1 der Schneidstoff und C2 der Verschleiß. Dann können wir unsere ganzen Werte von oben einsetzen. Wir haben dann die Formel mit FC ist gleich 1,2 Quadratmillimeter, das wäre unser A, mal unser KC, die 1490 Newton durch Quadratmillimeter, mal 1 der Schneidstoff Hartmetall und dann auch mal den Verschleiß von 1,15. Da kommen wir raus mit einer Schnittkraft von 2056 Newton. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und wenn ja, könnt ihr gerne ein Abo dalassen und einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.